Im letzten Video haben wir uns angeschaut, wie man aus logischen Gattern logische Schaltungen macht. Und wenn man dann noch dafür sorgt, dass sie keine Zyklen beinhalten, hat man zyklusfreie logische Schaltungen. Die Frage ist, wozu braucht man den Kram jetzt eigentlich? Die Antwort ist, um damit logische Funktionen zu bauen. Was ist jetzt eine logische Funktion? Hier habe ich es mal hingeschrieben. Also, da steht es, eine logische Funktion ist eine Abbildung von 0,1 hoch n auf 0,1 hoch m. Was heißt das denn jetzt wieder? Also, das ist hier eine typische mathematische Schreibweise. Also, Funktion bzw. Abbildung, das ist das Gleiche. Bedeutet, ich habe eine Argumentmenge und eine Wertemenge. Und jedem Element in der Argumentmenge wird genau ein Wert in der Wertemenge zugeordnet. Die Argumentmenge hier ist 0,1 in geschweiften Klammern, also die Menge, die nur die 0 und die 1 enthält. Aber nicht nur die, sondern hoch n. Und das n bezieht sich darauf, dass wir eben nicht nur einen Eingang haben, der 0 und 1 werden kann, sondern wir haben n viele Eingänge. Hier sind sie E1, E2, E3 bis En, n viele verschiedene Eingänge. Und diese Menge hier bezeichnet einfach alle Kombinationen von Nullen und Einsen, die wir hier anlegen können. Und was ist denn jetzt hier das 0, 1 hoch n, zum Beispiel wenn man n gleich 3 wählt, also 3 Eingänge hat, dann sind es eben alle Kombinationen, die man bei 3 Eingängen, wenn man jeweils pro Eingang 0 oder 1 setzen kann, hinbekommt. Schreiben wir doch mal hin, also 0,1 in Klammern hoch 3, da können wir auf alle 3 Eingänge eben eine 0 legen. Das wäre eine Möglichkeit, was wir machen können. Wir können aber auch zum Beispiel 001 schreiben. Da haben wir die ersten beiden Eingänge auf 0 gesetzt und den dritten auf 1. Oder eben umgekehrt, 0, 1, 0. Ja, dann wäre es der erste 0, der zweite 1, der dritte auch 0. Und so geht es weiter. Ich kann jetzt 0, 1, 1 machen. Dann kann ich hier weiterlegen mit 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 und 1, 1, 1. Und das wären dann insgesamt alle Kombinationen. Das heißt, die Menge 0,1 hoch 3 hat 2 hoch 3, also 8 verschiedene Elemente. Und jede dieser Kombinationen wird jetzt eine Kombination von 0 und 1 hier bei den Ausgängen zugeordnet. Genau eine. Ja, und das macht das Ganze zur logischen Funktion. So, und jetzt kommt der Clou. Für jede mögliche Funktion, es gibt eine ganze Menge Funktionen, die von 0, 1 hoch n auf 0 von 1 hoch m gehen. Für jede dieser Funktionen gibt es zyklusfreie logische Schaltung, die genau diese Funktion berechnet. Und wir schauen uns jetzt als nächstes an, wie man so eine Schaltung hinbekommt, gegeben eine Funktion, die man berechnen will. Hier ist also jetzt ein Beispiel für so eine logische Funktion. Wir haben 3 Eingänge, E1, E2, E3 und jede Zeile in der Tabelle ist jetzt also eine mögliche Kombination von Eingangsargumenten, die wir der Funktion übergeben können und damit also auch von Kombinationen von 0 und 1, die wir jetzt an unsere zyklusfreie Schaltung geben wollen, die wir konstruieren wollen. Und hier ist jetzt ein Ausgang nur, also m gleich 1, wir haben nur einen Ausgang. Und damit lassen wir es jetzt meistens auch bewenden, weil es ganz klar ist, wenn wir einen Ausgang berechnen können, dann können wir natürlich auch M-Ausgänge berechnen. Wir machen einfach das Gleiche, was wir jetzt für einen Ausgang machen, eben M-mal hintereinander für jeden einzelnen dieser M-Ausgänge. Und dann haben wir also auch eine beliebige Funktion, logische Funktion von N-Eingängen auf M-Ausgänge gebaut als zyklusfreie Schaltung. Das hier ist jetzt also die Ausgabe, die unsere zyklusfreie Schaltung erzeugen soll. Manchmal steht hier 0, manchmal steht hier 1. Ja? Und genau die Kombination ist es, auf die es ankommt, an welchen Stellen die 0 und die 1 stehen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen uns jetzt hier jede 1 einzeln raus und erzeugen erstmal eine Schaltung, die genau diese 1 produziert. Also genau dort eine 1 hat und sonst überall Nullen. So, also. Jetzt habe ich hier weitere Spalten eingefügt, und zwar für jede 1 eine Spalte. Ja, hier diese 1 ist jetzt hier, diese 1 ist hier, diese 1 ist hier bei Z3 und diese letzte 1 ist hier bei der Spalte Z4, nenne ich die. Und sonst haben überall diese Spalten Nullen. Warum machen wir das? Ja, ganz einfach. Angenommen, wir haben jetzt so weit geschafft, dass wir für Z1, Z2, Z3 und Z4 jeweils eine Schaltung gebaut haben. Dann können wir diese 4 Schaltungen nehmen und ein großes Oder in ein großes Oder einfüttern. Denn es ist ja offensichtlich so, dass das A gleich Z1 OR Z2 OR Z3 OR Z4 ist. Ja, denn wenn wir das alles zusammen addieren, kriegen wir ja genau das am Ende heraus. Ja, Arbeitsteilung. Jede einzelne 1 erstmal erzeugen und nachher die ganzen Einsen zusammen addieren.
Fangen wir mal mit dem Z4 an. Das Z4 hat ja nur hier unten eine 1, sonst überall 0. Das heißt, es ist dann 1, wenn E1 gleich 1 ist und E2 gleich 1 und E3 gleich 1. Ja, und habe ich jetzt schon gesagt, das war ja im Grunde schon die Formel dafür. Also Z4 ist gleich E1 and E2 and E3. So einfach ist das. So, und nach dem gleichen Prinzip können wir jetzt natürlich auch mit den anderen Einsen verfahren. Wie steht es jetzt zum Beispiel mit dieser 1 hier? Ja, hier, das wird 1, das Z3, wenn E1 gleich 1 ist und E2 gleich 1 ist und E3, ja, da müssen wir jetzt was tun. Eben nicht gleich 1, sondern gleich 0. Eben, also not E3. Dann kriegen wir also hier heraus, Z3 ist gleich E1 and E2 and not E3. Und ganz genauso können wir jetzt auch bei den anderen Einsen weitermachen. Also nehmen wir uns jetzt das Z1 mal heraus. Z1 ist not E1 and not E2 and E3. Und Z2 ist not E1 and E2 and E3. Und insgesamt haben wir dann also diese vier kleinen Schaltungen hier für die Zs. Und dann machen wir ein oder am Schluss und dann haben wir das A. Insgesamt ergibt sich dann folgender Ausdruck, wenn wir das ausschreiben, also die ganzen Z1 einsetzen. Hier ist die Formel für Z1, hier für Z2, hier für Z3, hier für Z4. Die bestehen jeweils nur aus Not und End. Also wir nehmen die Eingänge und nehmen entweder für jeden Eingang ihn selbst oder sein Inverses, also Not, diesen Eingang. Und dann undieren wir für jeden Eingang diese Ergebnisse zusammen. Ja, und am Schluss nehmen wir diese ganzen Z hier und machen ein großes Oder. Wenn man nach dieser Methode vorgeht, also eine logische Funktion so aufbaut, dass man einzelne Einsen sich herausholt, die mit Und verbindet und am Schluss alles mit Oder verbindet, nennt man das die disjunktive Normalform für diese logische Funktion. Disjunktiv, das ist ein Ausdruck für das Oder, Konjunktiv wäre fürs Und, ja, disjunktiv ist fürs Oder und weil eben hier außen dieses Oder steht, also insgesamt es ein Oder ist von Ausdrücken, die Und verwenden, nennt man es eben disjunktive Normalform. Die disjunktive Normalform ist also eine Disjunktion von Konjunktionen. Man kann es auch umgekehrt machen, also eine Konjunktion von Disjunktionen. Also für jeden Eingang dann entweder den Eingang oder not von den Eingang mit oder verknüpfen und dann diese ganzen Ausdrücke, die man dann bekommt, mit einem und verknüpfen. Das wäre dann die konjunktive Normalform und die ist besonders dann sinnvoll, wenn man sehr viele Einsen hat in einem Ausdruck, denn mit der konjunktiven Normalform geht man genauso vor wie bei der disjunktiven Normalform, nur produziert man jede Null und nicht jede Eins und am Schluss werden die ganzen Ausdrücke dann zusammen undiert, das heißt, man bekommt dann überall eine Null, wo dann eben in einem dieser Ausdrücke eine Null gewesen ist, dann auch in seine Endausgabe hinein. So, jetzt haben wir hier natürlich nur einen logischen Ausdruck hingeschrieben, noch keine Schaltung. Aber der Schritt jetzt von logischem Ausdruck zur logischen Schaltung, der ist jetzt einfach eine Übungsaufgabe, kann man ganz leicht machen. Man baut das hier einfach so nach, wie das hier steht. Ich habe das hier mal kurz gemacht. Man sieht, es ist relativ unübersichtlich. Ja? Man hat hier die drei Eingänge, manchmal nimmt man dann not, manchmal nicht und verbindet das jeweils mit so einem und. Ja, das heißt, dieses Und entspricht dem Z1, das dem Z2, das dem Z3 und dem Z4 und am Schluss kommt eben das große Oder und der Ausgang vom Oder ist dann eben unser A. Hier habe ich jetzt nochmal versucht, dieses Rezept disjunktive Normalform hinzuschreiben. Wie muss man also vorgehen? Man hat, wenn man eine beliebige Funktion A als logischen Ausdruck bzw. logische Schaltung bauen will. Ja, für jede 1 in A erzeuge ich einen entsprechenden Ausdruck, der eine Konjunktion ist. Also durch Verknüpfung der Eingänge E1 bis N bzw. ihre Inversen, not E1 bis not EN, mit AND, deswegen Konjunktion. Also mit ganz vielen UNDs verbinde ich E1 bis EN bzw. not E1 bis not EN, je nachdem, welche 1 ich jetzt erzeugen möchte. An dieser Stelle. Und das tue ich für jede 1 in A und am Schluss verknüpfe ich das alles, was ich hier erzeugt habe, mit einem großen O. Und das wird dann eine große Disjunktion, deswegen disjunktive Normalform. Das hier kann ich jetzt für jede beliebige logische Funktion machen. Es ist ein Kochrezept, was sich immer anwenden lässt. Und was folgt daraus? Ja, es folgt daraus folgende schöne Eigenschaft von logischen Schaltungen. Ich kann jede beliebige logische Funktion mit einer logischen Schaltung berechnen. Ja, solange sie nur einen Ausgang hat, ja, also nur ein A, habe ich es bisher gemacht und ist aber nicht schwierig, dann für mehrere Ausgänge das zu machen, dann mache ich das halt mehrmals, ja, für jeden Ausgang entsprechend und dann habe ich eben das auch für beliebige
logische Funktionen gemacht. Dabei ergibt die disjunktive Normalform natürlich eine zyklenfreie Schaltung. Da ist nichts zurückgekoppelt. Ja, das ist eindeutig zyklenfrei. Und so kommen wir also zu dieser Schlussfolgerung, dass wir für jede logische Funktion auch eine zyklenfreie logische Schaltung erzeugen können. Für jede logische Funktion kann man jetzt also eine Schaltung bauen, aber es ist keine 1:1 Beziehung. Für die logischen Funktionen gibt es immer verschiedene Schaltungen, die sie realisieren. Und die disjunktive Normalform ist nur eine davon. Die konjunktive Normalform, die wir eben kurz erwähnt haben, wäre eine andere Art, eine Schaltung zu bauen, die eine gegebene Funktion berechnet. Und meistens, wenn man diese Regeln hier anwendet, kriegt man nicht die beste oder einfachste Lösung. Hier habe ich mal Ihnen eine viel einfache Lösung für die gleiche Funktion, die wir eben uns angeschaut haben, hingeschrieben. Man kann einfach E1 mit E2 undieren und dann not E1 mit E3 undieren und dann das beides odieren. Dann hat man hier vier Gatter miteinander verschaltet und es ergibt trotzdem genau die gleiche Funktion A, die wir eben gesehen haben. Ja, wie die disjunktive Normalform, die dafür aber viel, viel mehr Gatter braucht. Und jetzt sehen Sie hier etwas, was ganz typisch ist für die Informatik. Die erste Frage ist immer, wie löse ich das Problem erstmal überhaupt? Ja, also das Problem war hier, gegeben eine logische Funktion, wie baue ich jetzt eine logische Schaltung, die das berechnet? Da haben wir jetzt eine Möglichkeit gefunden, mit der disjunktiven Normalform können wir das machen. Das ist aber nicht gut. Ja? Und das ist das Zweite, wir wollen es nicht nur irgendwie lösen, wir wollen es möglichst gut lösen, möglichst effizient wollen wir sein. Wenn wir also etwas möglichst gut machen wollen, möglichst effizient, müssen wir natürlich aber auch darüber reden, was heißt denn überhaupt effizient? Was ist denn die Effizienz von einem Schaltkreis? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten, das ist auch ganz typisch. Man kann verschiedene Dinge optimieren beim Aufstellen einer Schaltung oder bei der Erfindung eines Algorithmus, der ein Problem löst. Und hier habe ich mal zwei mögliche Maße herausgegriffen. Das eine wäre die Größe, ja, also wie viele Gatter habe ich denn im Schaltkreis drin? Je mehr Gatter ich habe, desto teurer wird es nachher, wenn ich es auf ein IC bringen will zum Beispiel, desto mehr Hardware brauche ich, um das nachzubauen. Ich möchte natürlich möglichst sparen, das heißt, die Größe will ich minimieren, die Anzahl der Gatter will ich minimieren. Ein anderes mögliches Effizienzmaß wäre aber auch die Tiefe des Schaltkreises. Und das hängt damit zusammen, dass ja in den Gattern, die wir verwenden, ja Schalter drin stecken und die Schalter brauchen eine bestimmte Zeit, um zu schalten. Und je mehr wir jetzt Gatter hintereinander schalten, desto mehr Schalter schalten wir hintereinander und desto länger braucht dann das Signal, um wirklich durch die ganzen Schalter hindurch zu gehen. Das heißt, desto länger braucht es, um von den Eingaben schließlich stabil zu einer Ausgabe zu kommen. Und das ist der Grund, warum, wenn man möglichst schnell rechnen will, möglichst geringe Tiefe in seinen Schaltungen haben will. Also die Tiefe wäre jetzt die Anzahl der Gatter, aber nicht insgesamt in der Schaltung, sondern auf dem längsten Pfad von einem Eingang zu einem Ausgang innerhalb der Schaltung. Beides, die Größe und die Tiefe, sind jetzt also Maße für Effizienz oder genauer gesagt für Ineffizienz. Ja, wir wollen ja beides möglichst minimieren. Wir wollen möglichst kleine Schaltkreise und Schaltkreise mit möglichst geringer Tiefe bauen. Und das sind jetzt zwei unterschiedliche Ziele, ja, die natürlich ein bisschen auch miteinander zusammenhängen. Wenn jetzt die Größe klein ist, wir also nicht so viele Gatter haben, dann können wir im Allgemeinen auch keine langen Pfade bauen. Es ist aber nicht so, dass es immer Hand in Hand geht. Das heißt, manchmal hat man die Auswahl zwischen, will ich jetzt mehr Gatter verwenden, dafür aber eine geringere Tiefe in meiner Schaltung haben, oder mache ich es lieber umgekehrt, spare ich lieber ein paar Gatter, das heißt, setze ich die Größe der Schaltung herunter, dafür wird aber die Länge des tiefsten Pfades im Schaltkreis ein bisschen länger. Wenn wir uns jetzt diese beiden Maße, Größe und Tiefe nochmal anschauen, dann kommen wir allerdings zu dem Schluss, so ganz fair ist das nicht. Also das sind diese kleinen Gatter hier, dieses Not oder dieses NAND hier, sind die tatsächlich genauso aufwendig wie sowas hier hinten, wenn mit 8 Eingängen so ein Riesen NAND? Na, irgendwie nicht. Irgendwie haben wir das Gefühl, das hier ist doch billiger und vielleicht auch nicht so tief wie das hier, ja? Vielleicht braucht man ja hier ein bisschen länger, um auch diese ganzen Eingänge zu berechnen, um die Ausgabe hinzubekommen. Und tatsächlich, das wollen wir auch so modellieren. Wir sagen jetzt einfach, für den Zweck dieser Berechnung hier, nämlich der Tiefe und der Größe von einem Gatter, erlauben wir in unserer Schaltung nur solche Gatter hier, also nur welche mit maximal 2 Eingängen. Und die haben dann, wie ich hier geschrieben habe, Größe 1 und Tiefe 1. Das heißt, ich kann dann, wenn ich dann die Schaltung mit diesen Gattern aufgebaut habe, einfach die Gatter zählen und habe die Größe und kann auch die Gatter auf dem längsten Pfad zählen und habe die Tiefe. Wenn jetzt aber nur solche Gatter wie hier unten erlaubt sind, mit maximal 2 Eingängen, ich aber in meiner Schaltung bisher sowas hatte, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die großen Gatter mit den kleinen Gattern nachzubauen.
anschauen. Und sobald ich das gemacht habe, kann ich auch sagen, wie die Größe und die Tiefe von so einem großen Gatter ist. Und das wollen wir jetzt uns anschauen. Hier haben wir ein Beispiel für ein Endgatter mit 4 Eingängen. Und das kann ich zum Beispiel so bauen. Also ein End, das die ersten beiden verbindet, ein zweites End, was die zweiten beiden hier verbindet. Und dann werden die Ausgänge in ein weiteres End hineingesetzt. Und natürlich wird dann die Ausgabe hier nur dann 1, wenn alle 4 Eingaben 1 sind. Also das ist tatsächlich ein Endgatter mit 4 Eingängen hier als Schaltung gebaut. Und wir sehen also, das hier hat 3 Gatter. Die Größe ist also 3 und die Tiefe ist 2, weil der längste Pfad natürlich über 2 Gatter hinwegläuft. Eine andere Möglichkeit, das zu machen, wäre hier. Da sehen wir auch, das sind ebenfalls 3 Gatter zusammengeschaltet. Zuerst die beiden ersten werden undiert, dann wird mit einem weiteren und das nächste hineingenommen, der dritte Eingang, und dann mit einem weiteren und der letzte Eingang. Auch ein Und-Gatter mit 4 Eingängen. Allerdings ist hier die Tiefe anders als hier. Ja? Die Größe ist die gleiche, es sind wieder 3 Gatter, aber die Tiefe ist jetzt 1 größer. In einem solchen Fall jetzt hier ist die Wahl natürlich leicht. Was ist besser? Das hier oben oder das hier unten? Natürlich das hier oben ist besser. Das hat ja die gleichen Kosten wie hier unten. Wir sparen hier unten also nichts. Dafür hat das eine geringere Tiefe. Bei der Realisierung von Gattern mit mehr als 2 Eingängen wählen wir also immer etwas, was so aussieht. Wir bilden also keine langen Ketten von Gattern und nehmen immer nur einzelne neue Eingaben hinzu, sondern wir versuchen sowas hier. Wir versuchen möglichst viel schon zusammenzufassen, bevor wir dann in die nächste Ebene gehen. Die Anzahl der Gatter, die wir hier verwenden, ist aber in beiden Fällen gleich. Und deswegen können wir hier schon die erste Regel aufstellen. Also ein Gatter mit größer gleich 2 Eingängen hat eine Größe von Anzahl der Eingänge minus 1. Ja, mit jedem Gatter mit 2 Eingängen, was wir in die Schaltung mit hinzunehmen, können wir einen weiteren Eingang verwursteln. Also egal, ob wir so oder so zusammenschalten, wir haben immer, wenn wir hier zum Beispiel 4 Eingänge haben, brauchen wir 3 Gatter, um das zu realisieren. Wenn wir 100 Eingänge hatten, bräuchten wir 99 Gatter, um dieses große Gatter mit 100 Eingängen mit solchen kleinen Gattern, die nur 2 Eingänge haben, nachzubauen. Komplizierter wird es bei der Tiefe, denn hier kommt es ja, wie gesagt, darauf an, wie man sie zusammenschaltet. Wir wollen sie möglichst gleichmäßig zusammenschalten, um bei einer gegebenen Tiefe möglichst viele Eingänge hinzukriegen. Hier habe ich das mal für die ersten paar Tiefen hingeschrieben. Die Tiefen sind hier immer blau gezeichnet. Also das hier ist Tiefe 1. Wenn ich nur ein Gatter auf dem längsten Pfad haben darf, dann kann ich nur das Gatter hier mit den 2 Eingängen benutzen. Ja, dann bin ich schon mit meiner Tiefe 1 am Ende. Wenn ich aber Tiefe 2 haben darf, dann kann ich ein Endgatter in dem Fall mit 4 Eingängen bauen und dann schalte ich die so zusammen. Wenn ich sie so zusammenschalte, wie ich es eben gemacht habe, also so in eine lange Kette, kriege ich ja nur die Tiefe 3 hin. Also mit Tiefe 2 schaffe ich 4 Eingänge. Mit Tiefe 3 kann ich jetzt 8 Eingänge schaffen. Das habe ich hier hingeschrieben. Und schauen Sie sich mal an, diese Kombination hier, dieser kleine Baum mit vier Eingängen, den habe ich einmal hier und dann habe ich ihn nochmal hier. Und dann habe ich am Schluss die beiden Ausgänge miteinander mit einem weiteren Endgatter kombiniert. Was kann ich jetzt erreichen, wenn ich mir jetzt noch eine weitere Tiefe, also Tiefe 4, gönnen will? Ja, dann kann ich so einen Schaltkreis nehmen und den zweimal hier hinbauen. Und dann habe ich also insgesamt dann 16 Eingaben hier. Und was ist die Tiefe? Ja, bisher ist es nicht ein Schaltkreis. Ich muss natürlich jetzt die beiden Ausgänge hier nehmen und nochmal in ein weiteres Gatter einfügen. Und sobald ich das habe, habe ich jetzt hier also ein Und-Gatter mit 16 Eingängen und die Tiefe ist durch dieses letzte Gatter, was ich hier dazu genommen habe, um 1 angestiegen. Das heißt, die Tiefe ist jetzt 4. Was Sie hier also sehen, sobald ich die Tiefe um 1 erhöhe, kann ich doppelt so viele Eingänge verarbeiten. Wenn ich nur Tiefe 1 habe, habe ich nur 2 Eingänge, bei Tiefe 2 4, bei Tiefe 3 8, bei Tiefe 4 16. Und wenn man jetzt ein bisschen nachdenkt, stellt man fest, ja, was ist das für eine Funktion? Gegebene Tiefe, wie viele Eingänge kann man verarbeiten? Ja, ganz einfach, ein Gatter mit Tiefe T kann bis zu 2 hoch T Eingänge haben. Diesen Zusammenhang zwischen t und 2 hoch t, den nennt man in der Mathematik auch exponentiellen Zusammenhang. Ja, also wenn man t um 1 vergrößert, die Tiefe um 1 vergrößert, wächst die Zahl der Eingänge um einen konstanten Faktor, in diesem Fall um 2. Ich zeichne das hier mal kurz hin. Also in der x-Achse haben wir das t, 1, 2, 3, 4. Und wir zeichnen jetzt nach oben hin in die y-Richtung das 2 hoch t. Also wenn das t gleich 1 ist, dann haben wir 2 hoch 1, also 2 Eingänge, die möglich sind. So, bei t
gleich 2, also Tiefe gleich 2, hätten wir dann 2 hoch 2, also 4 mögliche Eingänge, doppelt so viel, wie es hier bei t gleich 1 war. Bei t gleich 3 wird es jetzt 8, also wieder doppelt so viel, wie es bei dem Vorgänger bei t gleich 2 gewesen ist. Und um das jetzt fertig zu machen, schauen wir uns noch t gleich 4 an. 2 hoch 4 ist 16, das ist jetzt doppelt so viel wie bei 8, also das liegt jetzt hier oben. Insgesamt bekommen wir also eine solche Kurve und Sie sehen, wie stark das nach oben ansteigt. Wenn man das t nur ein bisschen vergrößert, wird eben das 2 hoch t sehr schnell sehr groß. Soweit so gut. Jetzt wissen wir also, wenn wir ein Gatter nachbauen wollen mit vielen Eingängen, indem wir nur Gatter verwenden mit 2 Eingängen und dann eine Tiefe t vorgeben, wie viele Eingänge dieses Gatter denn maximal haben darf. Wir wollten es aber eigentlich ja umgekehrt wissen. Also wenn ich die Anzahl der Eingänge habe, die das große Gatter haben soll und es jetzt nachbauen will mit kleinen Gattern, die nur 2 Eingänge haben, wie tief ist denn dann diese Schaltung bestenfalls, wenn ich es also schlau mache? Ich habe also irgendwo eine Stelle jetzt hier auf der y-Achse, das ist meine Eingangszahl und ich möchte jetzt wissen, welche Tiefe habe ich denn? Was ich also jetzt machen muss, ist x und y vertauschen. Das heißt, ich spiegle diese ganze Kurve hier an dieser Diagonalen hier. Ich drehe das jetzt einfach mal, also mache die x-Achse zur y-Achse und umgekehrt. Dann sieht es nachher so aus hier. So, jetzt natürlich die ganzen Schriftzeichen hier noch falsch. Das muss ich nochmal kurz korrigieren. So, und jetzt kann man es deutlich sehen. Also, wenn ich hier jetzt die Anzahl der Eingänge habe, habe ich hier die Tiefe. Und dann ist es jetzt tatsächlich so, bei 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter, habe ich immer genau diese Werte ja jetzt schon ausgerechnet. Und bei allen anderen müsste ich aufrunden. Also, bei 2 Eingängen komme ich mit der Tiefe 1 aus. Bei 3 bin ich jetzt schon bei 2. Das heißt, in dem Fall bin ich bereits hier. Und schon ab 5, 6, 7 und so weiter bin ich schon in dem Fall, dass ich Tiefe 3 brauche. Das heißt, die Funktion sieht dann so aus. Und sobald ich über 8 bin, bin ich hier bei der Tiefe 4 angekommen. Diese gestrichelte rote Linie hier, die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion, nennt man auch Logarithmusfunktion. In diesem Fall ist es der Logarithmus zur Basis 2. Sie sehen jetzt, diese Funktion steigt immer weiter an. Das heißt, je mehr Eingänge ich habe für das große Gatter, also 2, 3, 4, 5 und so weiter, desto tiefer wird das Gatter, desto mehr Gatter von kleiner Art brauche ich, um das große Gatter zu bauen. Und das hört auch nicht auf. Das wird also immer größer und größer, nur der Zusammenhang ist nicht linear. Also es ist keine Gerade, sondern es ist etwas, was sich nach unten krümmt und das bedeutet, wenn ich mir genügend Tiefe gebe und die muss ich gar nicht so groß wählen, dann kann ich sehr, 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 sehr große Gatter bauen. So, jetzt können wir also ausrechnen, wie groß ist denn die Tiefe eines Gatters, wenn ich e größer gleich 2 Eingänge habe. Ja, die ist eben gegeben durch Logarithmus von e und ich habe hier diese kleine 2 hingeschrieben, denn es ist in diesem Fall der Logarithmus zur Basis 2. Das hängt eben damit zusammen, dass ich hier, wenn ich hier um 1 hochgehe, gleich um den Faktor 2 weiter nach rechts gehen kann. Und das Ganze ist dann aufgerundet, deswegen größer gleich. Also ein Gatter mit e größer gleich 2 Eingängen hat eine Tiefe t größer gleich Logarithmus zur Basis 2 von e. So, mit diesen Formeln kann ich jetzt diese Frage hier, die ich vorhin hatte, beantworten. Was ist denn die Größe und Tiefe von diesem Gatter hier mit 8 Eingängen? Ja, es soll eben nicht 1 sein. Wir wollen eben nicht einfach das Gatter als Größe 1 zählen und Tiefe 1, sondern wir wollen es ja mit solchen Gattern nachbauen. Und wir hatten eben die Regel, also die Größe ist einfach die Anzahl der Eingänge minus 1, also die Größe ist in diesem Fall 7. Und die Tiefe ist aber nicht 7. Die Tiefe ist Logarithmus zur Basis 2 von der Anzahl der Eingänge. Und das ist in diesem Fall also 3. So, mit dieser Formel in der Hinterhand können wir jetzt also uns eine beliebige Schaltung, wo auch solche großen Gatter drin vorkommen, anschauen und dann ausrechnen, was hat das denn jetzt für eine Größe und für eine Tiefe, diese Schaltung. Das heißt, wir können für jedes Gatter raufschreiben, das ist die Größe und die Tiefe, dann können wir die ganzen Größen aller Gatter in der Schaltung zusammenzählen und dann müssen wir uns noch den tiefsten, den längsten Pfad anschauen, der ergibt dann eben die Tiefe. So, jetzt können wir also Schaltungen bewerten, und zwar nach Größe oder Tiefe. Eigentlich würde uns natürlich das Umgekehrte interessieren. Also gegeben eine logische Funktion, wie optimiere ich denn jetzt meinen Schaltkreis so, dass die Größe bzw. die Tiefe oder vielleicht auch beides möglichst klein wird. Und da gibt es jetzt kein einfaches Patentrezept, was man auf dem Papier machen kann, jedenfalls nicht, wenn die Zahl der Eingänge groß wird. Bei bis zu 4 Eingängen kann man da noch ganz gut rumknobeln. Wenn dann mehr Eingänge da sind, wird es ein bisschen schwierig. Und da kann man dann im Allgemeinen natürlich auch
Algorithmen einsetzen, also Computerprogramme, die einem das optimieren. Wie jetzt diese Optimierungsalgorithmen genau funktionieren, braucht uns jetzt gar nicht zu interessieren. Schauen wir uns in diesen Videos gar nicht an. Wir hatten ja ein anderes Ziel. Wir wollten ja wissen, wie ein Computer funktioniert. Und dafür haben wir jetzt eine wichtige Etappe geschafft. Wir können nämlich jetzt beliebige logische Funktionen als Schaltungen realisieren, und zwar als zyklenfreie Schaltungen. Wir haben uns jetzt also einen wichtigen Bestandteil für Computer erarbeitet, aber wir sind noch nicht fertig. Denn Computer sind eben nicht nur logische Funktionen, wo man was reingibt und hinten kommt was raus, sondern Computer sind komplexer, sie können auch die Ausgabe wieder in die Eingabe zurückführen, kontrolliert, und dann Sachen mehrfach durchrechnen. Und wenn wir das bauen wollen jetzt als Schaltkreis, dann müssen wir die zyklenfreien Schaltkreise hinter uns lassen und wir müssen uns jetzt anschauen, wie können wir denn jetzt Zyklen in die Schaltungen hineinkriegen, und zwar ohne, dass es zu paradoxen Situationen kommt, und damit werden wir uns dann in den nächsten Videos beschäftigen.